Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute ist ein sehr sensibles Thema dran, und zwar geht es hauptsächlich um die Schwestern in unserer Gemeinde bzw. um die Eltern und wie sie mit Heirat umgehen. Und zwar erhält Ustaz Norman El-Khan sehr viele Nachrichten über zum Beispiel, wie Frauen psychologisch gedrängt werden zu heiraten und dass ihnen Dinge gesagt werden wie: Du musst den jetzt unbedingt heiraten, weil wenn du den nicht heiratest, dann wird dich kein anderer nehmen, schau dich doch an, du bist doch so und so. Oder Töchter, die von ihren Eltern runtergemacht werden, dass sie auf jeden Fall bei der nächsten Gelegenheit, wenn jemand anfragt, das annehmen sollen, weil sie die Familie nicht blamieren sollen oder sie schlecht darstellen, also dastehen lassen sollen. Und quasi, dass halt dauerhaft dieser Druck existiert, dass diese Frauen heiraten sollen. Und das ist halt die eine Seite des Problems. Die andere Seite des Problems ist, dass diese Frauen oft keinen Raum haben, Gefallen an irgendeinem Mann auszudrücken. Und wir sprechen nicht über Mädchen, die einen Typen daten, sondern wirklich, die ein ehrliches und aufrichtiges Interesse haben, zu heiraten. Und wenn sie das aussprechen, das wirklich zu einem Desaster wird und quasi das als Unverschämtheit gesehen wird und also als hätten die irgendein Verbrechen begangen oder so. Und dazu sollte man sagen, dass es in unserem Glauben wirklich null Toleranz und keinen Raum gibt für die Gültigkeit einer Ehe, wenn sie unter gezwungenen Umständen oder wenn die Frau dazu gezwungen wurde, gibt. Die Erlaubnis der Frau ist wirklich notwendig für eine gültige Ehe. Und damit ist nicht gemeint, dass sie eine zögernde Zustimmung gibt, sondern sie muss wirklich offenherzig, komplett einverstanden und glücklich mit dieser Heirat sein. Sie muss wollen, also sie muss wirklich diesen Mann heiraten wollen, damit die Ehe gültig ist und nicht einfach einen auf den, ja okay, meine Eltern haben gesagt, ich soll, also mache ich. Es kam eine Frau zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und hat ihm gesagt, dass sie gezwungen wurde zu heiraten, dass ihr Vater sie unter Druck gesetzt hat und sie letztendlich diesen Mann angenommen hat, aber sie ihn nicht mag. Und daraufhin hat der Prophet geantwortet, dass ihr Nikah batil ist. Das heißt, ihr Nikah, also ihre Heirat, ihre Ehe, ist ungültig. Das muss man sich einfach mal wirklich klar machen, dass der Prophet so eine Ehe als ungültig erklärt hat. Und wahrscheinlich ist es, also ich meine, wenn man sich das einmal überlegt, es ist für diese Menschen ist das Problem nicht, also es ist auch ein psychologisches Problem, denn es reicht nicht zu wissen, dass der Ehevollzug in dem Fall, wenn die Frau gezwungen ist, komplett haram und wirklich empörend nicht genehmigt ist im Islam, sondern was diese Leute sich auch vielleicht einfach mal klar machen sollten, ist, dass sie in dem Moment ihr eigenes Glück über das Glück ihrer Kinder stellen. Denn ihr Name und ihr Stolz, ihr Prestige, wie sie in der Gesellschaft angesehen werden, all diese falschen Dinge, die wirklich nichts bedeuten, ist ihnen wichtiger oder sind ihnen wichtiger als die lebenslange Freude ihrer Töchter. Und im Endeffekt ist es alles einfach nur eine Show. Es geht darum, es kommen so viele Leute zu dieser Hochzeit und welchen Saal wir anmieten, weiß ich nicht, was wir da und da tun werden. Vielleicht wird unsere Beziehung zu dieser oder jener Familie noch verbessert oder verstärkt. Und sie finden letztendlich auch nicht eine Person für ihre Tochter, sondern es geht darum, ein Resümee, also einen Lebenslauf zu suchen. Diese Person muss von da und da kommen, muss die und die Qualifikationen haben, all diese künstlichen Dinge. Und der Mann kann ein kompletter Vollidiot sein. Also wie viele Fälle kennen wir eigentlich, wo es wirklich, der Typ wird durch dick und dünn gesucht, Hauptsache jemand, der von der gleichen Postleitzahl gegenkommt, wo wir in der Heimat herkommen, und 2 Wochen später schlägt er die Frau zu Tode. Also, und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass dann in dem Moment, also ich meine, das wäre der Zeitpunkt, in dem die Eltern zugeben könnten, dass sie einen Fehler begangen haben. Aber nein, in dem Moment wird dann der Tochter vielleicht sogar noch gesagt, du musst jetzt geduldig bleiben, du darfst bloß niemandem Bescheid sagen, dass das passiert, und lass uns doch bloß nicht schlecht dastehen vor den anderen sozusagen. Und zu den Leuten soll einfach nochmal klar und deutlich gesagt werden, ich meine, wenn Ehe im Islam wirklich die Hälfte unseres Glaubens ist, dann, ich meine, wenn Eltern die Ehe von ihren Kindern ruinieren, dann hindern sie ihre Kinder eigentlich direkt oder indirekt an dem Glauben Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte in der Situation wirklich aufpassen, weil man begibt sich da nicht in Schwierigkeiten mit seinen Kindern, sondern man begibt sich in eine direkte Schwierigkeit mit Allah selbst subhanahu wa ta'ala. Und es ist
wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiges und sensibles Thema. Und man sollte sich um das Glück seiner eigenen Kinder wirklich sorgen und Ausschau halten und um ihr Einverständnis, also sich kümmern. Man soll wirklich zusehen, dass die Frauen einverstanden sind, wenn sie heiraten. Mit diesen Worten möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle weise Eltern sein lassen, wenn wir diese Entscheidung für unsere Kinder treffen, aber auch unsere Kinder gleichzeitig zur weisen Kindern machen, die inshallah also den richtigen und treffenden Partner für sich auswählen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.